In der letzten Folge verschied leider unser Vater und Jarl Islay Fur im hohen Alter von 79 Jahren. Er hinterließ seinem Sohn, dem Taitur Islay Fursson, sein Erbe und der muss jetzt dafür sorgen, dieses Erbe nicht nur zu halten, sondern natürlich auch auszuweiten. Was nicht ganz so einfach ist, weil der Taitur nicht unbedingt die besten Eigenschaften hat. Derzeit ist er rachsüchtig, gefühlslos und großzügig. Und das einzige Gute, was er kann, ist offenbar ein bisschen Kriegsführung. Er ist ein fähiger Taktiker, flexibler Anführer und ein Aufseher. Also da kommt ihm das schon einigermaßen zugute, aber die Werte ansonsten sind relativ schlecht. Wir mussten schon zwei Besitztümer abgeben und ich nehme mal kurz die Pause raus, damit sich das hier nochmal aktualisiert. Wir sind jetzt bei 4 Besitztümer, die wir maximal halten dürfen. Und wir müssen hier mal schauen, wie wir weiter verfahren, weil ich eigentlich den Fokus unserer Ehefrau auf die Diplomatie setzen wollte, damit wir hier ein paar Punkte mehr bekommen. Aber wenn ich das mache, dann haben wir hier nur noch 4 Verwaltungspunkte und verlieren nochmal ein Besitztum, ein maximales. Und das will ich aktuell nicht. Also 4 Besitztümer, die zu halten, wäre schon mal nicht schlecht. Ansonsten wird hier aktuell noch Krieg geführt, hier unten Kreuzzug geführt in Jerusalem. Die Truppen haben sich endlich versammelt. Wir stehen mit dabei und gehen jetzt nach Gaza. Beziehungsweise, sieh gerade, wir müssen vorher noch den Lebenswandel wählen. Unser Taitur wird natürlich in die Kriegsführung gehen. Da steht außer Frage, dass wir irgendwas anderes derzeit machen, weil er einfach darauf fixiert ist. Das ist einfach so. Mich wundert gerade, dass er so ein schönes Kreuzzugs-Dingsbums hier trägt. Ich weiß nicht, ob das vom Kreuzzug ist oder ob das irgendein anderes Symbol ist. Das ist aber auf alle Fälle schon mal sehr hübsch, wie ich meine. Oh, er hat schon einen kompletten Baum durch. Er ist Aufseher. Das heißt, wir haben natürlichen Schrecken, wir haben Vorteil in kontrolliertem Territorium, wir haben mehr Kontrolle in den Gemeinden, wir haben Festungsstufe erhöht, wir haben Schreckenszuwachs, also vielleicht ja, Armeeunterhalt reduziert, Söldner reduziert und absolute Kontrolle in Grafschaften erlaubt. Das haben wir ja schon in der letzten Folge zum Schluss gesehen, dass da einiges da ist. Und wir haben Aufseher für Kriegsführung, Verwaltung und Kontrollezuwachs. Und wir werden auch hier drinnen bleiben. Entweder wir gehen auf Stratege oder auf Galant. Erstmal müssen wir einen Schwerpunkt wählen. Wir könnten natürlich jetzt theoretisch auch auf die Verwaltung gehen, könnten uns hier die Verwaltungspunkte holen und dann unsere Ehefrau auf die Diplomatie setzen. Aber ich habe schon öfters erwähnt, ich mache es immer gern so, wie der Charakter hier ist. Da kommt das Rollenspiel wieder etwas mehr durch, dass ich in der Regel den Pfad wähle im Lebenswandel, der uns auch hier die meisten Punkte bringt auf die kürzeste Zeit und wo unser Charakter einfach den Schwerpunkt auch derzeit gesetzt hat. Und das ist bei unserem Taitur halt einfach mal die Kriegsführung. Genau. Und mit allem anderen müssen wir dann eben zurechtkommen. So, auf die Strategie gehen. Wir würden nochmal Kriegsführungspunkte bekommen. Auf die Strategie gehen. Auf die Autorität wäre fast dafür, für die Autorität. Damit wir gleich mal die Leute etwas verschrecken und sich die vielleicht nicht gleich ganz so schnell einer Fraktion anschließen. Jetzt, wo alle noch so sauer sind, nach dem Wechsel der Herrschaft hier. Und dann entscheiden wir uns, ob wir nach Stratege oder Galant gehen. Heieiei, viel zu tun, wenn so ein Herzog abdankt. Lösegeld wird noch nicht eingesetzt. Wir werden erstmal nach Gaza gehen und hoffentlich hier oben erfolgreich selbst belagern. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Es wäre schlimm, wenn wir sterben, spielen wir als unser Sohn weiter. Haben wir hier eigentlich momentan... Wer ist der Vormund? Wir sind der Vormund. Passt. Wäre jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich sehe gerade, dass er hier schlau hat. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal schon erwähnt. Wäre nicht so dramatisch, aber toll wäre es auch nicht, wenn wir gleich mit ihm weiterspielen müssten. Wir haben uns nämlich jetzt schön Soldat des Glaubens geholt. Den Kreuzritter-Trade. Der hier erscheint. Da ist er auch schon. Und der uns nochmal Kriegsführung, Kampfgeschick bringt. Und
die Meinung von Glaubensgeschwistern und vom Klerus nochmal hier erhöht. Vielleicht, wir sind jetzt genau auf 0 Punkte, also das hat uns schon ein bisschen was gebracht. Wir müssen ihn leider trotzdem nochmal beeinflussen, damit wir hier auf mindestens einen Punkt plus kommen. So, wir gehen jetzt nach Gaza. Hoffentlich werden wir dort dann entsprechend belagern, erfolgreich. Und von der anderen Truppe hier, die kommen jetzt von Süden. Die teilen sich derzeit auf. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier gleich mal weg. Und ich hoffe, dass die hier oben mit ihnen einen kurzen Prozess machen. Wir müssen hier weg. Wir gehen erstmal Richtung Hauptstadt, Leute. Mir zu gefährlich. Wir haben zu wenig Einheiten. Und deswegen, wie sieht es denn aus? Also, die sammeln sich jetzt hier oben schon und jetzt kommt es hier zum großen Krieg. Oh, sehr schön. Die werden auf alle Fälle schon mal vertrieben. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe die Hauptstadt belagern. Und das muss ja mächtig, mächtig Punkte bringen, hoffe ich mal. Die werden auf alle Fälle schon mal schön gejagt. Das ist gut. 51% derzeit. Jetzt gibt es nochmal ein paar Prozentpunkte drauf. 95. Da sind wir ja mit der Belagerung hier dann schon auf 100. Nein, ja nur. So, 100% tatsächlich. Und wir sind, na gut, wir sind jetzt an dritter Stelle. Also für das, wir haben jetzt hier unten belagert. Wir haben hier belagert. Wir haben hier oben nicht belagert, nur noch hier. Und dann an dritter Stelle ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Der Kreuzzug ist siegreich. St. Georg hat Königin Adele den Sieg im Heiligen Krieg um Jerusalem geschenkt. Die singt ihnen bestimmt ein Ständchen, die liebe Adele. Nachdem sie Kalif al-Mustansir und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. Oh, ein religiöser Leitstern. Ui, das ist ja fantastisch. Mit 21 Jahren nach Jerusalem. St. Georg ist mit uns. Wir gucken mal, was wir bekommen. 139. Ich hätte mir ein bisschen mehr Gold erhofft. Aber dadurch, dass hier nicht viel in der Kasse war. Na gut. Dafür aber unglaublich viel Prestigepunkte, die wir gebrauchen können. Also ich will nicht irgendwie undankbar sein. Das passt perfekt. Wir lösen unsere Truppen auf. Und haben hier oben keinen Anspruch mehr. Fällt mir gerade ein. Unser Ruhm ist bekannt, das ist schön, aber mir fällt gerade ein, dass unser Anspruch natürlich durch den Tod unseres Vaters dahin ist. Wir haben aktuell keinerlei Anspruch mehr. Oh, doch, wir haben noch einen. Oh, wir haben okay, das gehört uns schon. Das gehört uns leider schon. So. Er hat hier ein Bündnis. Haben wir das Bündnis nicht schon mal aufgelöst? Habe ich da was verpasst, Leute? Oder war das in Dublin? Oh, wir haben Dublin aufgelöst. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich unseren Bischof hier reinsetzen nach Dublin. Damit er uns einen Anspruch hier macht. 19 Monate dauert sehr lange. Ansonsten, Kontrolle passt aktuell. Ich würde fast sagen, dass wir erstmal noch die Befehlshaber ausbilden. Ratsspitzel kümmert sich um komplotte Stören, falls uns jemand an den Kragen will. Die Kultur lassen wir erstmal hier. Wir brauchen jeden einzelnen Cent, jedes einzelne Goldstück. Vasallenmeinung erhöhen ist auch ganz okay. Und du machst den Anspruch. Passt. Ah, okay, also dann verlieren wir den oder haben wir den Desmond-Anspruch hier unten leider verloren. Das ist etwas schade, aber passiert halt mal. Wir brauchen noch einen Hofarzt. Donchard könnte man zum Hofarzt machen mit einer schlechten Meinung. Ich hoffe, die nimmt keinen Einfluss auf seine Behandlung dann. Er ist aktuell 12 Punkte. Habe ich hier noch jemanden mit 13 Punkte? 13 Punkte, 13 Punkte. Da ist die Jute mit 13 Punkten. Die auch eine schlechte Meinung von uns hat. Wegen persönlicher Diplomatie, die minus 6 Punkte, die könnten wir uns halt sparen, wenn unsere Ehefrau uns fördern würde. Aber rachsüchtig, ne? Eieiei. Rachsüchtig und gefühlslos ist keine Kombination, die unsere
Basalten gerne sehen. Ja, gut. Aber wir kriegen das in den Griff. Wir haben jetzt ganz viel Gold. Also wenn wirklich eine Fraktion kommt. Dann können wir uns mit Söldner wehren. Mächtige Vasallen. Also er hier. Ihn bringen wir nirgends unter. Ich werde ihn nicht einsetzen als Spitzel. Und bei dir, Earl Anundr. Er hat ganz gute Kriegsführung, ganz gute Verwaltung eigentlich. Wir könnten den Ratsmarschall Fubtat rausschmeißen. Wenn ich dich ersetze mit dem Anundr. Bürgermeister Fubtat würde 20 Meinungspunkte verlieren, aber es ist okay und er fürchtet uns auch. Passt. Sehr schön, dann ist nämlich wieder einer weg. Und wir haben noch zwei Leute. Da ist einer eingekerkert. Von unseren Leuten. Das hat offenbar unser Sohn gemacht. Kein Gold, kein Gold. 10 Gold für den kleinen Samira. Und lauter Kinder hier. Sollte mir das zu denken geben? Ich denke, die kommen alle aus dem Kreuzzug. Mit 15 Jahren könnten wir ihn rekrutieren. Kaisin McDonacht. Oh, wir können ihn nicht rekrutieren, weil er noch 15 ist. Wir warten mal, bis er 16 wird und dann können wir ihn rekrutieren. Wo ist denn der, den wir eingesperrt haben, der gute Herr? Der ist offenbar nicht von uns eingesperrt, unser Vasall. Der ist von irgendjemand anderem eingesperrt. Von Scheich Quasim von Firaun. Naja, dann hoffen wir mal, dass er den bald wieder freilässt. Okay. So, ein Bündnisvorschlag kommt an. Und zwar von Earl Rackenwald. Ein... Oh, von Ormond hier unten. Mit 400. Ah, sollen wir den Ormond... Ist das... Moment, ich guck mal eben. Von Munster. Ja, es hilft uns natürlich nichts, wenn der unser Bündnispartner ist und wir Munster angreifen, weil er sich nicht gegen seinen Lehnsherrn erheben kann. Deswegen werde ich hier mal ablehnen. Auf der anderen Seite würde er uns helfen können, wenn wir zum Beispiel Dublin oder Connacht angreifen. Und wenn er dann alleine übrig bleibt, ganz zum Schluss, und wir das Königreich Island ausrufen. Nicht Irland, ne? Island. Okay, wir machen erst das Königreich Irland und benennen es dann um in Island. Oder in, wie ich schon gesagt habe, Iron Irland, Island. Dann würde er vielleicht sogar sich vassalisieren lassen, wobei die Kultur ja wieder anders ist bei ihm. Haben wir denn im... Ah, wir können... Erzwungenes Vasallentum geht nur über den Diplomatieweg. Wir müssten dann das Bündnis brechen. Das ist mir zu viel hin und her. Ganz ehrlich, wir werden ablehnen. Wir werden den einnehmen und die ganze Sache hat sich dann. So, wir sind immer noch auf den Landvögten. 57 Jahre, weil wir eine so schlechte Bildung haben. Heieiei, das dauert jetzt natürlich. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Heilige Städte sind jetzt alle in unserem Besitz, also im katholischen Besitz. Das ist schon mal fantastisch. Der Eifer ist noch etwas niedrig derzeit. Puh, einige turbulente Jahre, die wir jetzt hinter uns haben. Aber das stabilisiert sich schon wieder. Jeder ist sich selbst der Nächste. Melisande spielt nervös mit ihrem Ärmel, als ich die Tür zu meinen Gemächern öffne. Was treibt sie hier zu dieser Stunde? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, doch ich muss euch unter vier Augen sprechen. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Melisande hat eines der Geheimnisse von Earl Anundr, gerade von dem, den wir zum Ratsmarschall gemacht haben, aufgedeckt.
Sie ist bereit, es mit mir zu teilen, wenn ich sie vom Haken lasse. Oh, wir haben ein starkes Druckmittel gegen sie. Hilft uns bei ihr natürlich gar nicht. Was habe ich denn? Wieso? Wegen einer Affäre. Ah. Melisande wird mir ein Geheimnis über den Anundre verraten. Wir verlieren unser Druckmittel. Wir erhalten 15 Anspannung. Wir haben aktuell noch keine Anspannung. Und sie gewinnt Meinung von uns. Oder wir zwingen sie einfach dazu. Oh, das ist ja viel besser. Nur 8 Anspannung. Oder es ist mir egal. Okay, wir machen das hier. 8 Anspannung, weil wir großzügig aufweisen. Fantastisch. Haben wir denn eigentlich jetzt Schrecken? Wir haben aktuell 21 Schrecken, der sich auf 15 Punkte einpendelt. Das muss noch besser werden. Also, wir zwingen sie dazu, wie... Ne, wie also sie glaubt einfach, sie an unseren Hof kommen zu können und uns irgendwelche Geheimnisse zu erzählen. Und wir sind hier der Herzog und wir bestimmen hier, was passiert. Auf die Streckbank mit ihr! So. Earl Anundre hat eine Affäre und das können wir jetzt für uns ausnutzen, indem wir das Druckmittel erpressen. Er könnte auch ablehnen. Uiuiui. Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch, dass er ablehnt. Weil er tapfer und arrogant ist, der Lümmel. Ich würde halt gerne dann die Vasallenbande ändern, ne? Wenn wir das Druckmittel haben. Wir probieren es mal. Und bei der guten Dame auch. Wir probieren es. So, wir haben ein Druckmittel gegen die Dame erhalten, aber nicht gegen ihn. Er hat abgelehnt. Das Geheimnis wird aufgedeckt. Wir werden das nicht hier aufdecken, damit hier auch die Meinung schön bleibt. Und können hier leider nichts mehr machen. Schade, aber die Chancen standen ohnehin sehr gering. Sieh gerade, wir haben Frömmigkeit minus 0,8. Was zum Henker? Oh, weil wir die Sünde wieder haben. Ach, also das schlägt schon echt megamäßig rein. Das schlägt schon richtig, richtig rein. Minus 1. Für eine kleine Sünde, Leute. Ich habe auch bisher noch nicht heraus... Okay. Der Papst hat sich Rom wieder zurückgeholt. Und ist jetzt umzingelt von Ungläubigen hier. Nördlich und südlich. Aber wenigstens Rom hat er wieder. Ich habe ja noch nicht herausgefunden, ob man die Sünden irgendwie loswerden kann. Ich habe bisher... Oh, doch hier. Ablasse erbitten. Wir gucken mal. 100 Gold an den Papst bezahlen. Wir erhalten 100 Pietät. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Sünde loswerden. Das wäre viel zu einfach. Wenn das einer von euch weiß, ich will das jetzt nicht ausprobieren, weil wir jetzt einigermaßen was auf der hohen Kante haben und ich das lieber in Kriegsvolk oder so stecke. Wenn das einer von euch weiß, dann bitte mir in die Kommentare schreiben unter das Video hier, ob ich die Sünde irgendwie loswerden kann. Über den Papst. Gut. So, also die ganzen Entführungen und so weiter, die haben jetzt quasi ein Ende, weil wir einfach zu schlecht dafür sind. Jetzt kommt gleich mal schön eine Fraktion der Bauernpöbel. Unabhängigkeitsfraktion hier von Tachliva immer noch da. Wir gucken mal ganz kurz, ob es vielleicht möglich ist, hier was zu machen. 18% ist sehr wenig. Naja, solange er nur alleine ist, soll mir das ganz recht sein. Ein angesehener Unruhestifter. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass mein Sohn und Erdbeer, Falki viel Schabernack treibt, doch sein Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausgeuferten Abenteuer. Er erhält die Eigenschaft rauflustig. Kriegsführung und Ränkespiel. Also er geht schon wieder in die Richtung wie sein Vater mehr. Oder sein Großvater, also in beide Richtungen könnte er gehen. Na gut, ich weiß jetzt auch noch nicht, wohin ich ihn schicken will, aber Intrige oder Ränkespiele wäre mir schon wieder ganz recht für den Charakter. Vielleicht lassen wir das auch ein bisschen den Zufall dann beschließen.
So, einmal auslösen für 10 Gold. Ja, bitte. Dann der Anspruch wird noch fingiert. Und momentan gibt es nicht mehr zu tun. Wir könnten... Oh, Pilgerreise wäre natürlich super, dass wir ein bisschen die Frömmigkeit noch reinbekommen. Wir gehen auf Pilgerreise. Und wir gehen natürlich... Ah, nach Jerusalem wäre schon echt toll. Wir gehen nach Jerusalem. Weil das schließlich erst vor kurzem jetzt erobert wurde. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Ich werde lange weg sein und ich kann nur beten, dass die Mächte des Guten auch über mein Reich wachen werden. So, etwas Lösegeld noch einfordern. So ist... Ach so, Moment, jetzt ist... Jetzt haben wir schon eine Tochter. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Wir hatten doch nur einen Sohn. Nee, doch, wir hatten auch die Tochter, stimmt. Wir müssen natürlich unsere Tochter auch unterrichten. Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon gemacht. Wir werden die Tochter auch unterrichten für den Fall, dass unser Sohn aus welchen Gründen auch immer stirbt. Dann muss er die Sif weiterspielen. Ich denke mal, dass da... Ja, wobei, sie ist 40 Jahre alt. Ich hatte schon Ehepartnerinnen, die mit 40 dann noch irgendwie 3 Kinder bekommen haben, bis 45 oder 46. Aber vielleicht kommt auch nichts mehr nach. Und dann, wenn der Sohn stirbt, dann müssen wir oder dürfen wir mit der Tochter weiterspielen. Die Tochter ist, die hat auch einen Ausbildungsschwerpunkt mit 9 Jahren. Sie ist jetzt auf die Bildung gegangen. Ich bin geneigt, den noch zu ändern jetzt. Vielleicht, dass wir bei ihr auf die Diplomatie gehen oder auf die Verwaltung. Noch. Vielleicht können wir das Rad noch ein bisschen drehen, bis sie erwachsen wird. Ah, Diplomatie oder Verwaltung? Verwaltung ist halt Kohle, ne? Mit Kohle kannst du immer alles kaufen. Wir gehen auf die Verwaltung. Wenn wir Pech haben, wird so ein mittelmäßiger Charakter. Moment, wir können schon den Titel Königreich von Irland schaffen. Moment, wir sind schon so weit. Das ist ja genau das. Alles zu seiner Zeit. Das ist ja genau das, was wir auch machen wollen. Falls jetzt nochmal ein Sohn nachkommen würde, dann würde sich nämlich unser Reich aufteilen. Kostet uns viel zu viel. 500 Gold kostet uns das. Aber wir behalten das mal im Auge. Dürfen wir nicht vergessen. Wir sparen jetzt erstmal. Kein Kriegsvolk wird ausgehoben. Wir sparen das erstmal. Bis auf den Anspruch hier natürlich. Und hoffentlich können wir relativ schnell das Königreich gründen. Mit jeder Woche, die vergeht, wird meine Gemeinschaft kleiner. Einige Mitglieder werden übermannt von ihrem Heimweh. Andere finden ein weniger glückliches Ende. Am meisten Sorgen macht mir, dass auch meine Leibgarde alarmierend schneller kleiner wird. Allein daran sieht man schon, wie heimtückisch diese Reise sein kann. Oh, 50 Gold. Fremdländische Garde. Ah, brauchen wir nicht. Göttlicher Schutz ist das, was wir brauchen. Diplomatie pro Hingabestufe. Ränkespiel pro Hingabestufe reduziert. Frömmigkeit 5% mehr. Haben wir denn überhaupt schon? Wir sind in der ersten Stufe. Also wahrscheinlich würden wir jetzt einen Diplomatiepunkt dazu bekommen. Ja. Und einen Ränkespielpunkt abgezogen bekommen. Okay. In der nächsten Folge werden wir unsere Pilgerreise fortsetzen. Wir sind ja sehr lange unterwegs. Dann behalten wir weiterhin unsere Kinder im Auge. Für Falki müssen wir in 3 Jahren den Fokus setzen. Welcher das ist, weiß ich bisher noch nicht. Wir müssen unser Königreich hier gründen. Sobald wir genügend Gold haben. Und ansonsten werden wir mal hier durchschauen, ob noch alles ganz gut ist, ob noch alles richtig ist und was wir sonst noch machen können. Ob wir überhaupt noch was machen können oder ob wir erstmal ein bisschen abwarten müssen.